Ey, die Oma. Gleich schmeiße ich dich wirklich. Oh, dann schmeiße ich dich raus! Haltet euch alle fest! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus-Simulator. Meine Damen und Herren, am heutigen Tag starten wir in Gelsenkirchen und fahren dann circa 184 Kilometer bis nach Köln. Und das Geilste ist, die Firma Flixbus hat uns ihren schnellsten Wagen zur Verfügung gestellt. Das große Problem ist allerdings, es werden heftigste Unwetter erwartet. Oh ja, das regnet ordentlich. Oh Mann, das kann auf jeden Fall interessant werden, denn der Wagen fährt so... Oh, der ist nur zugelassen bis 100 km/h? Was? Ich weiß aber, dass der 160 ballern kann. Und das werde ich auch machen. Wenn dann Aquaplaning kommt, ja gut, haben wir ein bisschen Pech gehabt. Dann müssen wir jetzt hier einmal nach links. Wie gesagt, ich war noch nie in Gelsenkirchen. Wer kommt von euch? Also, wer ist da geboren? Wohnt da? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe mal, dass jetzt hier keine Dortmund-Fans auf uns lauern. Oh, der Taxifahrer. Sehr höflich. Vielen Dank. Absoluter Ehrenmann. Der weiß, was es heißt, hier Personen zu befördern und wie nervig das manchmal sein kann. Ja, bis dato Gelsenkirchen ist eine Arbeiterstadt, oder? Wie man so schön sagt, ein Malocher-Ding. Da wird ordentlich Maloch und scheinbar auch ordentlich Stau. Ich überhole hier mal. Warte mal, ich fahre mal hier über den Bordstein. Ich habe jetzt hier auch nicht den halben Tag Zeit. Oh, da vorne Polizei. Ja, ich habe hier einen dringenden. Zack. Oh, hier war... Ah, wir müssen einmal drehen. Oh Gott, das war knapp. Alles klar. Sag mal, passt ihr alle überhaupt hier rein? Und warum hat nicht einer von euch einen Regenschirm? Aber bitte vorher Füße abputzen. Sag mal, ihr seid doch alle komplett durchnässt. Oh, das ist hier Express-Check-In. Helene, der Regen ist so laut. Kaisers, was willst du denn? Helene ist völlig verwirrt. Ansgar, komm rein. Schnell, du wirst sonst nass. Und schön Füße abputzen. Ich hab den gerade frisch geputzt, den Lachs. Ich höre halt wirklich nichts. Ich höre nichts, was sie sagen. Nach Wolgast. Nee, Mann. So, nach... Sag mal, was ist eigentlich falsch bei euch? Seid ihr alle... Ja, hier, du kommst rein. Amalia, ja, du kommst auf jeden Fall. Hier bist du eingecheckt. Ah, hier vorne ist noch jemand. Hallo, Eleanor. Schumacher. Ah, ja. Vielleicht mit dem Rennfahrer verwandt. Man weiß es nicht. Oh, City Driver. Das habe ich auch letztens einmal gespielt. Da bin ich mit einem Ferrari durch München geballert. Hier im Clip. Ja, mit 130 durch die Innenstadt. So muss das. Oh, Gegenverkehr. Oh, falsche Seite. Oh. Oh. Eingeparkt. Hallihallo. Wie ich sehe, hat keiner von euch sich vorher die Schuhe sauber gemacht. Entschuldigung. Das ist natürlich kein Problem. Alles easy. Ich verzeihe euch. So, herzlich willkommen bei unserer Reise am heutigen Tag von Gelsenkirchen aus direkt in die schöne Stadt Köln. Dort habe ich mal gelebt, zusammen mit Mini-Paluten. Also, wenn Sie mich unterstützen wollen, wie immer, ich bin nicht nur Flixbus-Fahrer, sondern auch aufstrebender YouTuber. Und das Haus zahlt sich nicht von allein. Deswegen schauen Sie gerne mal auf paluten.shop vorbei. Wenn nicht, ist aber auch vollkommen okay. Weil ich bin schon glücklich, wenn ihr einfach nur meine Videos guckt. Dafür auch schon mal danke. So, Leute, jetzt gehen wir ran hier. Oh ja, Alter, hier ist ja wirklich nur Stau. So, jetzt müssen wir schauen. Na, wie muss ich denn jetzt fahren? Muss ich hier rechts? Ich guck mal auf die Karte. Ah ja, ich muss tatsächlich einfach einmal drehen. Na ja, gut, hier einfach... Oh, warte, doch da ist eine Lücke. Und ich glaube, durch die Lücke kann ich auch durchfahren. Alle Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. Und diese nicht. Ja, Oma, hier, das habe ich für dich. Hier, willst du aufsteigen? Ja, Oma. Genau, oh Gott. Okay, Oma, ich lasse dich drin. Oh Gott, ich glaube, Oma ist völlig fertig. Gut, jetzt passen wir... Doch, wir sollten doch hier durchpassen. Warte, ich mache das. Auge. Oh ja. Oh, oh. Alter, das war nicht schlecht. Oh, wer hat da... Mal bitte Telefon aus bei mir hier. Hier ist Handyverbot. Ich halte nichts von Handys. Aber Paluten, ich gucke deine Videos immer auf dem Handy. Ja, das war's anderes. So. Aber man muss sagen, der Wagen... Ey, da muss man schon sagen, das war eine lange Bremsspurphase, whatever. Bremsweg nennt man das. Also das ist halt wegen dem freaking Regen. Ich warte jetzt hier nicht wieder eine halbe Stunde. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. So, ich blinke jetzt hier. Ja, oh, oh. Sag mal, die Oma. Oma, zweite Verwarnung für dich. Ganz ehrlich. Oh, schaffen wir. Ist noch grün. Ah, ich muss hier rechts.
Wo sehe ich? Ihr Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt. Ihr Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt. Ja, weißt du, was aber ausgeprägt ist? Okay, ich wollte ihr gerade Gewalt androhen. Es tut mir leid, dafür möchte ich mich entschuldigen, weil ich wollte sagen, dass meine Rechte sehr ausgeprägt ist, aber Gewalt ist keine Lösung, egal wie wütend man wird. Denn ich habe noch einen Baseballschläger. Nein, habe ich natürlich nicht. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir fahren jetzt hier schon mit 130. Oh, warte, wir müssen gleich rechts. Werden wir von der Polizei verfolgt? Nein, werden wir nicht bremsen! Oh ja, jetzt sind wir eh schon über Rot gefahren. Alles klar. Junge, dieser Bremsweg. Ja, das ist schon geisteskrank bei dem Wetter. Vor allen Dingen, ich war ja nicht mal auf Maximalgeschwindigkeit. Der Hobel hier fährt 160. Da war gerade eine nervige Bodenwelle. Oh, Alter, das hat mir einen richtigen Schlag im Lenkrad gegeben. Habt ihr das gerade gesehen? Wir haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen. Was ist das denn? Was? Ey, die Oma. Gleich schmeiße ich dich wirklich. Dann schmeiße ich dich raus! Haltet euch alle fest! Alter Schwede, das ist das, was ich meine. Alter, das ist schon echt gefährlich. Da verlierst du einfach die Kontrolle. Das war jetzt eine Bodenwelle und dann haben wir den Kontakt mit der Fahrbahn verloren und dann rutschst du auch einfach nur noch. Oh, guck mal hier. Bauer Willi. Moin. Schön lange Agern. Agern, Agern, Agern. So, Busfahrer Paletto trinkt hier seinen Zaubertrank. Boah, der rutscht mir so weg. Das ist so ätzend. Oh, guck mal hier. Da hatte jemand hinten was drauf. Nee, ist es. Oh nein! Krass. Einfach wieder Bodenhaftung hier. Ey, das wird eine ganz wilde Fahrt, glaube ich. So, wir fahren mal hinter dem Abschlepper vorbei. Oh, jetzt habe ich hier gerade in den Kreisverkehr reingeblinkt. Oh! Das war knapp. So, wir müssen hier rechts raus. Ist Ihr Navi kaputt? Ist Ihr Navi kaputt? Dein Sitz ist gleich kaputt und du läufst zu Fuß. So sieht das nämlich aus, Oma. Wenn du jetzt nicht mal aufhörst, mich die ganze Zeit voll zu labern. Hier ist ein Schild. Nicht mit dem Busfahrer reden. So, hier ist 70. Ja, gut. Ah, hier müssen wir rechts. Ja. Den überhole ich noch. Komm schon, das müsste doch unser Wagen schaffen. Ja. Bisschen hubbelig. Sehr nice. Logger überholt. Da vorne ist auch schon der Krankenwagen. So, jetzt können wir endlich mal ein bisschen beschleunigen. Oh ja, jetzt haben wir eine schöne Gerade. Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen Standstreifen weiter beschleunigen, weil die fahren hier teilweise wie die Henker. Oh ja, 140, Junge. Ah, jetzt kommt hier eine leichte Rechtskurve. Oh, nee, kleine Kollision. Alles gut. 153. Komm, da geht noch mehr. 155. Oh, nee, ich muss runter vom Gas. Runter! Oh, nichts passiert. Oh ja. Es ist krank. Bei dem Wetter 160 ballern und dann eine Kurve. Vor allem, das Problem ist ja, der ist auch so lang. Wegen dem langen Radstand hat er natürlich stellenweise Probleme. Also, wenn man einmal die Kontrolle über ihn verliert. Jetzt muss ich vorsichtig. Mit Gefühl, Paletto, mit Gefühl. Was macht der LKW? Achso, das ist nur zweispurig, okay. Alles gut. Ja, ich habe nämlich Oreos an der Tankstelle geklaut. Die letzte Packung. Seitdem verfolgen die uns. Oh ja, guck mal, jetzt ballern wir sogar an dem Taxi vorbei. Jetzt muss ich hier... das war eng. Oh ja, komm. Das ist jetzt wieder eine schöne Gerade. 151. Da muss doch noch mehr gehen. Haben Sie so eilig? Ich hab schon eilig, ja. Ich will Feierabend machen. Hier, nach der Fahrt. Muss ich erstmal wieder die Ruhe und Lenkzeiten einhalten. So, jetzt ist dreispurig. Hier geht's aber leicht bergauf. Aber es ist in Ordnung. Ist alles okay. Wir ballern weiter. Ah, guck mal, die Bay-Arena. Da steht Leverkusen, aber das ist doch die Bay-Arena, oder nicht? Oh, wir müssen hier schon raus? Oh nein, Alter. Ganz ruhig, ganz locker. Alles gut. Ja, perfekt. So, Jungs, vorsichtig. Ja, Mann, weil ich will Schluss machen. Ich habe hier keinen Bock mit euch Pennnasen die ganze Zeit rumzulümmeln. Und umso schneller ich fahre, umso schneller ist der ganze Kram hier vorbei. So sieht das nämlich aus. Glaubst du, ich mache das hier freiwillig? Nee, meine Frau, Alter. Und meine 462 Kinder von 112 verschiedenen Frauen.
Die sitzen mir alle im Nacken. Die wollen alle Unterhalt haben von mir. Ich wusste das nicht, dass ich das brauche. Oh. Und ich wusste nicht, wie das mit dieser Verhütung funktioniert. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, über mich und meine zahlreichen Frauen, dann hören Sie den Kottbruder-Podcast. Gibt's jeden Sonntag eine neue Folge von mir und German Let's Play. Da labern wir immer eine Stunde über unser Leben. GLP labert über Arzttermine und seine Katzen. Ich rede darüber, über das Haus. Also das ist immer eine schöne Zeit. Ich werde euch hier mal ein Stück aus dem Podcast einblenden. Leute, heute keine Summer Edition, der Sommer ist vorbei. Gibt's dann die Winter Edition? Oh ja, dann wird's die Winter Edition. Ich bin auch bereit für den Winter. Ich bin bereit für Skifahren, eben. Schlitten fahren, auf deiner Mutter fahren, also das alles. Oder freut sie sich? Oh, sind wir schon in Köln? Jawohl! Ich bin in der Kölsche, Jung. Oh, alter Kölner Karneval. Oh, die... Ja, wir sind gerade geblitzt worden. Wonach sieht's denn aus? Oh, der Kölner Dom. Ach, Köln, ich vermiss dich. Ich sag's euch, wie es ist. Köln ist einfach eine geile Stadt. Da habe ich, glaube ich, sogar in der letzten Podcast-Folge drüber geredet, wie sehr ich Köln vermisse und wie schön das war. Es gab leider ein einschneidendes Erlebnis, darüber habe ich auch im Podcast, ich habe das Thema zumindest angerissen, dass ich einmal fast verprügelt wurde in Köln und dass ich mich aus dieser Situation gerade so rauslabern konnte. Und sag mal! Oh, Alter! Dass der Streit nicht von mir ausging. Beziehungsweise es war kein richtiger Streit, gute Zeit. Nee, keine gute Zeit. Ich will aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir fahren jetzt auch nochmal über den Rhein. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Ist noch, ja, das ist gelb. Gelb, 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 gelb. Habe ich zu spät gesehen. Tut mir leid. Konnte nicht mehr bremsen. Könnten Sie vielleicht mit etwas mehr Gefühl fahren? Vielleicht mit etwas mehr Gefühl. Aber was ist denn das? Könnten Sie mit, ich fahre noch mit Gefühl. Da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Ja, hier. Batz, Alter. Oh. Ich nehme auch immer jeden Bordstein mit. Ja. So, ich muss kurz drehen. Oh, da liegt eine Ampel. Oh, da passe ich durch. Oh, Auge. Jetzt nochmal hier ballern. Werden wir von der Polizei verfolgt? Ach, Oma, den Spruch hast du doch jetzt schon ein paar Mal gebracht. Nein, wir werden nicht von der Polizei verfolgt. Ich will einfach feiern. Ah! Mir wird gleich schlecht. Ja, mir auch. So, eingeparkt. Wir sind schon da. So, alle raus jetzt. Paletto hat schlechte Laune heute. Und das liegt hauptsächlich an euch. Der König der Möwen, Alter. Das ist ja geil. Oh, guck mal, ich kann sogar... Als ob, ich laufe hier so rum. Der Junge, der springt jetzt in den Rhein. Da vorne ist er. Zack, Alter, bisschen Parkour. Whoop. Ey, das wäre so geil, wenn das gehen würde. Jawohl! Wir sind im Rhein. So, Leute, euer Tiefseetaucher Paletto verabschiedet sich für heute. Warte mal, abschließen hier. Oh, wunderbar, alles toll. Service grün, ja, hier Fahrverhalten. Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, schallert den Like rein. Wie immer, schaut gerne auf Paletto.shop vorbei. Fettes Dankeschön fürs Zusehen. Euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.